Keine Ahnung. So ein Raum. Irgendwo auf dem Schiff. Verdammt. Der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Formieren wir uns neu. Das kennen wir hier ganz gut aus der Demo-Version. Bloß mit dem Unterschied, wir haben keine Waffen. Und das Zimmer sieht auch ein wenig anders aus. Ja, schön. Also das Ganze jetzt ohne Waffen. Und das, was wir in der Demo-Version gesehen haben, dürfen wir jetzt einmal ohne Waffen bespielen. Und das Bad ist auch irgendwie sauberer als in der Demo. Scheint schon länger kaputt zu sein. Ja, das scheint hier alles länger schon brach zu liegen. Lecker. Getrocknetes Blut. Vielleicht ist noch etwas drin. Ja, ein Schraubenzieher. Zumindest in der Demo war ein Schraubenzieher drin. Oh, korrekt. Wisst ihr noch, was passiert so danach? Ja, genau das. Na toll. Habe ich wenigstens ein Messer? Nee, ich habe nicht mal ein Messer. Na toll. Wie soll ich mich jetzt gegen die Monster verteidigen? Ja. Wundervoll. Ausweichen. Wenn sie das Schiebepad oder Schiebepad nach unten plus B zum richtigen Zeitpunkt drücken, können sie dem Angriff eines Feindes ausweichen. So also. Ja, ich kann's also nicht. Verschlossen. Wenn sich die nur öffnen lässt. Na toll. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Kann ich den mal hierher locken oder so? Nimm mal zurück in den Schrank mit dir. Au, scheiße. Ich kann nicht ausweichen. Ja, schön. Da bleibst du mal bitte. Im Fernseher. So schnell mal das Ding da lösen. Das wäre nett. Kennen wir auch schon aus der Demo-Version, das Rätsel. Des Rätsels Lösung. Ich hoffe, es ist auch so eine Demo-Version. Und das war hier nämlich Waffen hinten rein finden. Momentan sieht es nicht sehr nach Waffen aus. Du musst versuchen auszuweichen. Oh, 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 oh. Ich brauche eine Waffe, ich gehe mal wieder zurück. Irgendwo, hier muss doch eine Waffe sein. Pistolenmunition, ja, Pistolenmunition ist gut, wenn man keine Pistole hat. Das ist ein Vorhängeschloss. Ja, da hättest du das kaputt schießen können, aber ja, hätte Fahrradkette. Wir haben keine Waffe. Und keine Waffe zu haben, in Resident Evil. Ja, Prost Mahlzeit. Und da fängt der Spaß erst richtig an. Und da fängt das Ganze erst von vorne an. Mal gucken, wie wir gegen die Monster bestehen wollen. Und wenn wir keine Waffen haben. Heilmittel haben wir. Na toll. Jetzt bin ich in der Sackgasse. Boah. Dann müssen wir uns irgendwie befreien. Ich hätte gern wenigstens ein Messer. Das wäre ja. Ich käme damit zurecht. Also. Gibt's mir nur ein Messer. Muss ja nicht gleich eine Schusswaffe sein. Ich nehme auch nur ein Messer. Ging voll in Ordnung. Ja. Und das wird einfach so ein Zombie-Dank.
Ja, schön, eine Waffe hier vielleicht irgendwo. Ja, die Waffe sieht gut aus. Die nehme ich. Kann ich die nehmen? Waffe. Ein Schrotflinte. Kann man etwas einsetzen. Ja, toll. Für die Waffe. Pistolenmunition. Wunderschön. Und was bitte soll ich da einsetzen? Toll, dass man da was einsetzen kann. Okay. Ja, was bloß? Sieht Teller rund aus. Könnte man irgendwo einen Teller von einen von diesen Tellern klauen und da einsetzen? Nö, scheinbar nicht. In den Schrank kann ich auch nicht hinein. Einer von den Tellern hier vielleicht. Muss wieder zurück zu dem Zombie-Rotze hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier vielleicht irgendwo was. Die lauern doch hier alle. Auf mich. Ja, sag mir, was ich da einsetzen könnte. Na toll. Lungert's da auf dem Boden rum. Ich will eine Waffe. Ich will irgendeine Waffe. Komm doch so nicht zurecht. So, jetzt hier durch. Muss es doch irgendwo irgendetwas geben. Die Teller hier vielleicht. Das sah aus wie eine Münze oder das ist eine große Münze oder ein Teller müsste da reinpassen. Ja. Ohne Lichtkacke, nicht wahr? Ohne irgendwas hier ist. Durch die Gegend zu laufen. Auf ihr ist ein Anker abgebildet. Okay, ja. Schön, schön. Toll, ja, wie in der Demo-Version bloß. Steuerrad, okay. In der Demo-Version bloß leider ohne Waffe. Ich fand das in der Demo-Version mit Waffe deutlich besser. Die Pistolenmunition können wir auch nicht mehr nehmen. Haben hier keine Waffe, was soll es uns Schiff, helfen? Alles okay? Ja, Parker. Aber auf dem Schiff wimmelt es von BOWs. Okay, wir brauchen unsere Waffen. Ja. Ich glaube, ich habe sie vorhin gesehen, aber ich bin nicht rangekommen. Ich brauche dich, um sie zu kriegen. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte es klappen. Ja, los. Wo sollen wir hin? Da lang. Ja, schlägt mir noch die Tür vor der Nase zu. Das ist natürlich gute Zusammenarbeit. Warte, da sind noch mehr Viecher. Ja, ich weiß. Ich habe das hier gefunden. Bringt uns das was? Das könnte genau das Richtige sein. Wenn du mir sagst, wie ich es einsetze. Naja, gut. So setzt man die also ein. Zack. Und da schmilzt es. Oha, 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 da kommt noch einer von der Sorte. Eine ganz üble Sorte. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Zack, wir sollten aus dem Weg gehen. Ja, da schmilzt er. Die Waffen sind gleich da vorne. Schnell! Die schmelzen einfach auf dem Boden. Diese Viecher. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Deine hat's überlebt. Schnell weiter. Und wo sind jetzt die Waffen? Toll, dass ich in eine Sackgasse renne.
Nein. Hilf mir doch, Parker. Was stehst du da rum? Du hast doch auch solche Bomben. Meine sind alle. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Stell hier um die Ecke. Hier vielleicht die Waffen. Hier Waffen. Nein. Hier Kraut. Wo sind die Waffen? Spezialzubehör. Gut, ist nicht das, was ich will. Till, ich habe unsere Waffen. Sie sind hier. Okay, rein da. Ich will meine Waffen. Waffen her. Die abhanden gekommene Ausrüstung wurde hinzugefügt. Geil, ich habe wieder meine Waffe. Ich habe wieder. Nice, nice, nice. Finde ich cool. Hier kann man Sachen ablegen. Genug haben wir nichts, was wir hier ablegen können, aber schon mal gut zu wissen, wo hier eine Box steht, in der wir haben unsere Ausrüstung. Sinnlose Ausrüstung ablegen können. Jetzt kontaktieren wir das Hauptquartier und machen Meldung. Die machen wir. Von der Brücke aus sollte das gehen. Dann los. So. Hier habe ich festgesessen. Naja, das ist die. Das ist die Sache, die wir kennen. Das ist das alte Badezimmer. Das ist genau das ist die. Da aus dem Schrank kam der liebe Zombie in der Demo-Version. Schön. Hat sich ein bisschen geändert. So sind wir ja jetzt auch. Jetzt haben wir. Genau hier, da war noch eine Schrot. Gewehrpistole. Ja. Schrotflinte. Ja, wieso eigentlich? Ach so, müssen wir vielleicht was ablegen. Dann wäre vielleicht ganz praktisch. Können wir hier vielleicht was ab. Frage stellt sich, warum wir keine Munition mehr auflesen können. Ja, scheinbar ist das Inventar leer genug. Naja. Wir werden schon herausfinden. Da ist wieder Futter für meine Pistole. Zack. Ordentlich. Ist ein gutes Gefühl, sich wieder verteidigen zu können. Zack, zack, zack. Oha. 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 Und weißt du was? Ich habe auch ein Messer. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Zack. Jetzt kannst du mich nicht einfach mehr so angreifen. Ich messer dich einfach. Dauert zwar ein bisschen länger. Ist auch taktisch. Sehr bescheiden, aber. Zack. Oha. Da werde ich gleich angegriffen vom. Ersten, niemand greift mich einfach so an. Ungestraft. Oha, ich müsste mal nachladen. Wäre ja, vielleicht ganz ratsam. So, zack. Tot ist er. Nicht zu viel Munition verschwenden. Die brauchen wir eventuell noch. Um hier rauszukommen. Die ist auch wie in dem Moment gesperrt. Die Tür. Ein Kartenleser. Ja, wir haben keine Karte. Und hier sprang in der Demo-Version welche von oben runter. Okay, ist hier nicht so. Und da kriecht einer auf den Boden. Ins Knie geschossen. Ja, wir sind wirklich hier. Überall. Was sind das überhaupt für Mutationen? Ekelhaft. Irgendjemand muss die ja gezüchtet haben. In der Demo-Version konnten wir die das auch einfach öffnen. Ja. Die Demo-Version ist halt die Demo-Version. Konnten wir da einfach rein. Oh, hier geht's weiter. Da lag Munition auf dem Tisch in der Demo-Version. Tja.
Hier nicht. Und hier kam so ein Vetter. Oha, der ist wohl schon ein bisschen schwieriger. Muss nie nochmal schießen, wenn er schon am Boden liegt. So, 8 Kugeln habe ich noch im Gewehr. Eine Pistole natürlich. Müssen wir gucken, dass wir schnell weiterkommen und mit der Munition auskommen, die wir haben. Oder neu erfinden. Auf die Brücke müssen wir also. Ein Gemälde. Oha, ein Tresor. Ja, mit einem Kartenleser. Wir haben keine Karte für den Tresor. Parker, du bleibst hinter mir. Ist mir Rückendeckung. Gegenüber denen zum Beispiel. Tja, keine Munition mehr. Und das verschwendet. Ach, der kommt jetzt erst. Und da kommt es doch echt nicht spät. Ich messe weiter. Danke, dass du weiterhin schießt, Parker. Ich habe auch keine Heilpflanze mehr. Wow. Das war ein Riesenkoloss. So. Heilmittel finden, würde ich sagen. Ich bin wieder ordentlich angeschlagen. Klasse, ein Vorhängeschloss. Ja, aber ich habe keine Munition. Schießt du mal auf, Parker. Nein, nicht Parker. Hätte ich mir mal eine Kugel aufgehoben. Sieht es jetzt nicht so aus. Hier irgendwo Munition. Oder irgendwelche. Hier haben wir den Typen reingeknallt. Und irgendwelche andere Sachen wie Heilungsmittel oder so. Joa. Sieht gerade ziemlich schlecht aus mit Heilungsmittel. Was lasse ich mich auch so angreifen? So, die Toilette. Da ist wieder einer von denen. Ja, ich bin halt am Arsch, wenn der mich noch dreimal berührt. Yes, den hätten wir. Aber ich bin immer noch sehr, sehr, sehr angeschlagen. Und warte nur. Hier findet man nichts. Hier ist nichts, soweit ich sehe. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nur einen blutigen Rahmen. Ich sehe nichts. Och nö, nicht noch so einer. Ja. Oh, er beißt mich tot. So, da bin ich wieder. Ein wenig Munition habe ich, glaube ich, wieder. Ja. 4 Schuss habe ich. Was komplett nicht ausreicht. Aber gut. Damit können wir zumindest das Tor und das Türchen aufschießen. Insofern wir es finden. Ich glaube, wir mussten hier lang. Ja. Da stockte das Game ein bisschen. Hopp, vorsichtig. Keine Munition verschwenden, keine Munition verschwenden. Schnell weiter. Schnell weiter. Schnell hier lang. Tut mir leid, Junge. Wurde der jetzt da hinten ermordet, oder? Okay, Parker ist tot. Und der kommt so schnell nicht nach. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Der Tresor. Ah, ein Zombie. Das ist doch nicht Parker. Parker ist tot. Ein Untoter. Naja, gut. Ich befreunde mich auch mit Untoten.
Nein, heute nicht. Schnell ausweichen. Nein. Ich bin nicht dein Futter. Kümmere du dich drum, Parker. Du musst diesen scheiß Vorhängeschloss Dingens finden. Und da ist es doch. Da müssen wir durch. Ein Vorhängeschloss. Drauf zielen und zack, ist runter, können wir durch. Und weiter geht's. Das haben wir gebraucht. Geh mal hier links. Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Oh, ein funktionierender Fahrstuhl. Sowas gab's ja noch nie. Ein Basi. So, bitte wählen Sie eine Etage. Untere Kabinenbrücke. Brücke, wir müssen zur Brücke. Ja. Sieht ziemlich düster aus auf der Brücke. Aber da müssen wir hin. Da gibt es dann einen großen Endkampf. Oha, das sieht nicht so gut aus. Ist aber scheinbar gut. Und davon mal diesen Terrorist. Den dürfen wir dann erschießen. Hier gab es so ein Flashback bei der Demo-Version. Ja, hier scheinbar nicht. Hier ist nicht los. Hier jemand. Ja, von der anderen Seite verschlossen. Okay. Jetzt sind wir auf der Brücke. Können wir das Schiff steuern? Und nun sieht es ziemlich leer aus. Und ziemlich allein gelassen. Hier. Zur Kommunikation kann ich das wirklich nicht verwenden. Okay. Können wir es kaputt schießen? Ich fürchte nein. Munitionskiste, Pistole. Nice. Erhöht die maximale tragbare Menge an Munition für die entsprechende Waffengattung. Sie können die maximale Kapazität über das Menü auf dem unteren Bildschirm in Erfahrung bringen. Schön. Haben wir was dazu gekriegt. Das Kommunikationssystem ist komplett zerstört. Wir können die Zentrale also nicht erreichen. Wir können den Kurs nicht ändern. Wir sind vollkommen manövrierunfähig. Das ist auch richtig. Wie es aussieht, kann der Täter noch nicht weit sein. Das ist auch richtig. Ups. Sag jetzt nicht, dass das der Schlepper war. Mist, wir sitzen fest. Zuerst, Parker. Wer zur Hölle bist du?